Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 13 News Update. Vor wenigen Stunden wurde der Charaktertrailer zu Newcastle veröffentlicht. Natürlich wissen die meisten von euch, wie die ganzen Fähigkeiten heißen, wie sie aussehen, wie sie grob funktionieren. Aus dem Trailer heraus sieht man aber noch ein paar Details, die dem einen oder anderen nicht so ganz klar waren. Man sieht Details wie das Knockdown Gedöns funktioniert, diese passive Fähigkeit, wie genau es mit der Ult funktioniert, wie man da genau wohin visiert, was das für eine Besonderheit hat, und auch das Energieschild ist sehr, sehr interessant. Und da möchte ich euch noch ein paar Details dazu sagen, die man im Trailer nicht gleich offensichtlich erkennt. Es gibt den Trailer zuerst, und danach gibt es diese kleine Analyse. Wir gehen den Trailer einmal durch und ich habe gerade bei dem Energieschild eine kleine Slow-Mo vorbereitet, die so ein bisschen verdeutlicht, was es mit dem Energieschild auf sich hat, was auf jeden Fall sehr interessant ist. Viel Spaß jetzt erstmal bei dem Trailer und dann sehen wir uns wieder. Protector of the Weak, Champion of Harris Valley, Savior. Newcastle has been called a lot of things. But no one really knows the man behind the mask. I bring hope to the hopeless. No one but me. I'm Newcastle. I'll make sure everyone makes it home. Which home is that again? I won't let you down, even when you're down. He can use his knockdown shield to drive wounded teammates to safety. No one gets left behind. Don't let his dance moves fool you. Anyone call for a protector? Jack, Newcastle can still move. His mobile shield protects his squad mates whether they're moving into battle or running away from one. Just trying to hold it down for the folks in Harris Valley. Sometimes the best offense is a good defense. You're standing on the wrong side of the shield. Newcastle can bring the cover. Thing is, walls are like secrets. They can't stand forever. We're gonna have a long talk, Newcastle. But until then, a little friendly competition. So, fangen wir direkt an mit der Analyse. Feuer frei. Hier am Anfang gibt es noch nicht viel zu erzählen. Können wir eigentlich mal so ein bisschen vorseppen. Und zwar geht es jetzt erstmal explizit um seine passive Fähigkeit, Teammates aus der Gefahrenzone zu ziehen, während er sie auch wiederbelebt. Denn wer sich wundert, ich habe auf meinem Drittkanal letztens erst ein Gameplay gezeigt, da sehen wir alle Fähigkeiten von Newcastle auf der Firing Range und unter anderem war das Knockdown Shield Gold. Man braucht kein goldenes Knockdown Shield. Und zwar funktioniert das Ganze so, je nachdem, was Newcastle selber für ein Knockdown-Shield hat. Diese Farbe hat dann auch sein Schild. Das heißt, hast du als Newcastle nur ein weißes Knockdown, seht ihr auch nur dieses weiße Schild. Habt ihr aber ein lila Knockdown-Schild, ist dieses Schild weiß. Dementsprechend hält dieses Schild auch mehr Schaden aus, bevor es bricht. Wir können es also als Gegner selbstverständlich zerstören. Und das ist die Besonderheit, die hier schon nicht sofort auffällt. Deswegen auch dieses Video. Ansonsten hätte ich mir das tatsächlich gespart. Jetzt kommt das Energieschild. Hier ist schon mal die Besonderheit. Wir können es, das sieht man, wenn man ein bisschen genauer drauf achtet, während wir rennen, können wir dieses Energieschild schon werfen. Und es läuft oder fliegt vor uns her. Man kann es nachjustieren, in eine bestimmte Richtung lenken. Und hier würde ich jetzt ganz kurz Pause machen, diesen Trailer wegmachen und eine Slow-Mo einblenden. Denn mir war nach zwei, dreimal gucken immer noch nicht so ganz klar, während der Geschwindigkeit oder der normalen Geschwindigkeit, können wir denn durch das Schild als Newcastle oder im eigenen Squad durch dieses Schild durchschießen? Und wie weit ist es zerstörbar? Fakt ist, es hat auch zwei Etagen, könnte man fast sagen. Wir sehen auf jeden Fall in der Slow-Mo ganz deutlich, Loba schießt durch dieses Schild durch, auch Newcastle schießt durch, die Schüsse gehen durch, was auf jeden Fall extrem krass ist. Und ich habe von einigen Richtungen schon das Wort OP mal wieder gehört, aber eingehende Schüsse sehen wir hier auch ganz, ganz deutlich von der Charge Rifle. Moment, ich mache noch ein bisschen zurück. Hier von der Charge Rifle, die da direkt Impact reinhaut, sehen wir, dass dieser Schuss verpufft.
Und jetzt wird gleich der obere Teil des Schildes zerstört. Und zwar passiert das genau jetzt. Und nur noch der untere Teil des Schildes ist zu sehen. Das heißt, wir können auf jeden Fall als Gegner dieses Schild zerstören, haben aber zwei verschiedene Etagen, sodass wir auf jeden Fall gecrouched, gehockt, vielleicht noch einen kleinen Headglitch haben. Wie lange allerdings das Energieschild hält, ich glaube, aus dem Gameplay, was ich gezeigt habe auf dem Drittkanal, wer da übrigens noch nicht vorbeigeschaut hat, verlinke ich mal. Kommt ganz gut an, muss ich sagen. Ist wie gesagt auf Englisch, ohne großes Blabla, ohne mein Gesicht, relativ easy gehalten. Da gibt es ein bisschen Gameplay, das wurde geleakt von einem Tester und so weiter, ein bisschen alles frühzeitig. Auf jeden Fall sieht man da, wie lange das Energieschild hält. Und wir gehen jetzt mal weiter im Text mit dem Trailer. Wo waren wir stehen geblieben? Moment, hier müssen wir hin. Zack. Das war jetzt das mit dem Energieschild. Und dann kommen wir nämlich schon, abgesehen von dem Finisher, der ganz cool aussieht, kommen wir jetzt zur ultimativen Fähigkeit. Und die finde ich extrem interessant. Denn wir sehen anhand des Trailers, dem ersten Trailer in Apex Legends, wo Newcastle zu sehen ist, der letzte Trailer müsste das gewesen sein, der Gameplay-Trailer genau, sehen wir, wie diese ultimative Fähigkeit aktiviert wird und Newcastle bergab springt. Wir können aber, und das sehen wir hier, auch bergauf springen. Wie funktioniert das jetzt aber mit dem Anvisieren? Schaut mal genau hin. Er sieht jetzt sein Teammate an. Das heißt, wenn wir in einem gewissen Radius aimen, zielen, wie auch immer, kann man direkt auf seinen Teamkameraden zielen, der hier genau in der Mitte auf dem Dach steht. Und wir wissen, dass wir genau bei Aktivierung der ultimativen Fähigkeit zu diesem Kollegen hinspringen. Und genau das macht er jetzt auch. Und wenn ich sehe, wie die Distanz so aussieht, ist das auf jeden Fall, ich würde mal so schätzen, so 15, 20 Meter springt er da auf jeden Fall nach vorne und auch noch aufs Dach. Also ich denke mal, ein relativ schneller Push. Wenn vielleicht gerade ein Teammate zu schnell vorne ist, ist völlig alleine und auf einmal kommt ein gegnerisches Squad, aktivierst du das schnell, wenn du zu langsam bist, so wie ich meistens. Und dann bist du ruckzuck bei deinen Teammates. Und wenn du Glück hast, wird dieses Teil nicht so schnell zerstört. Ich glaube, das Teil hat so um die 500, 600 Lebenspunkte, sieht man auch in diesem Gameplay auf meinem Drittkanal. Ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Ich finde jedenfalls, dass das extrem heftig ist. Einer von euch hat auch die Frage gestellt, weil das so ein bisschen elektrifizierend aussieht. Ihr seht ja dieses Geblitze. Also man sieht es nicht raus, aber ich glaube nicht, dass du als Gegner, wenn du an dieses Schild rangehst oder an diesen Wall, wirst keinen elektrischen Schlag kriegen und irgendwie Damage kassieren. Auf jeden Fall ist dieses Ding zerstörbar. Das ist Fakt, aber das dauert eine ganze Weile. Und ich bin nach wie vor, das möchte ich jetzt schon mal erwähnen, ich bin extremst auf eure Meinung gespannt. Und ich muss sagen, seit vielen, vielen Seasons bin ich endlich mal wieder nicht unbedingt auf die neue Season gehypt, aber auf die neue Legende bin ich ultra gehypt. Ich habe Bock, sie zu spielen. Ich bin extrem gespannt, wie sie sich spielen lässt. Und ich bin auf eure Meinung gespannt, wie ihr sie findet. Ich möchte, wie gesagt, ich bin immer sehr, sehr vorsichtig mit dem Thema Overpowered. Aber als defensive Legende sieht das schon echt alles sehr, sehr mächtig, sehr, sehr stark aus. Und Respawn selbst hat es vor einiger Zeit schon mal gesagt. Wir hatten das Desaster mit Fuse damals, der kam raus. Nur als kurze Erklärung, um es nicht noch sinnlos in die Länge zu ziehen. Der kam raus und alle waren mega enttäuscht, weil der so schwach war. Und Respawn hat sich dann irgendwann geäußert und hat gesagt, weil dann mal eine Legende war, die ein bisschen zu stark war. Wie zum Beispiel Seer, wir erinnern uns, die Fähigkeiten waren so heftig, dass er aber jetzt sowas von genervt wurde, dass ihn eigentlich kaum noch einer spielt, weil er jetzt zu schwach ist. Dann hat Respawn gesagt, wir möchten jetzt lieber eine Legende raushauen, die anfänglich ein bisschen zu krass ist und uns langsam an kleinere Justierungen ranwagen, Stück für Stück, kleine Justierungen, die vielleicht nur ein paar Tage dauern, um da ein bisschen gegenzuwirken, als wenn sie zu schwach ist und dann jeder enttäuscht ist, weil eine neue Season, eine neue Legende, das ist das, was den Hype bringt, jeder hat Bock auf die neue Legende und ist sie dann scheiße, auf Deutsch gesagt, so wie Fuse damals, dann ist die Enttäuschung so groß, dass viele keinen Bock haben und genau das ist der Grund, warum die ein oder andere Legende augenscheinlich vielleicht erstmal ein bisschen OP wirkt, auch wenn es vielleicht nachher, wenn wir dann tatsächlich mit ihr spielen können, nicht so ist. Da haben wir uns schon einige Male getäuscht und auch bei Newcastle bin ich mir sicher, dass da gewisse Sachen dabei sind, die das nicht OP machen, aber sie sieht schon extrem crazy und sehr, sehr stark
und auf jeden Fall spaßig zu spielen aus. Ladies and Gentlemen, das war's von mir. Danke für den Support übrigens in den letzten 3 Ranked-Videos, die ich in den letzten 24 Stunden rausgeballert habe. Dort gibt es eine Masse an neuen Informationen, wie das ganze Ranked-System überarbeitet wurde. Und das ist wirklich extrem heftig. Es ist tatsächlich ein Ranked-Reworked. Ich bin jetzt demnächst gespannt, dürfte das Patch-Note-Video kommen. Ich könnte jetzt auch ein Early-Patch-Note-Video machen, aber ich habe jetzt so viel Informationen schon zusammengetragen, dass ihr das meiste schon kennt. Wenn die Patchnotes rauskommen, haue ich auf jeden Fall alles geballt, kompakt, inklusive Ranked-Informationen natürlich nochmal zusammen. Und die Ranked-Informationen kommen definitiv zum Schluss, weil das meiste wahrscheinlich von euch sowieso jeder schon gesehen hat. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein. Ciao.